Schaut mal, wo wir sind. Heute sind wir im Mitmach Kindermuseum in Olympia, Washington. Kommt mit! Wow, schaut mal hier. Wow, es ist wie auf dem Bauernhof. Hier gibt es Brokkoli. Nam, 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 nam. Ha, er ist so grün. Schaut mal. Eine Karotte. Kaninchen lieben Karotten. Und die sind orange. Haha. Kommt mit. Zwiebel. Und ein Maiskolben. Ich liebe Mais. Nein, 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 nein. Maiskolben. Grün und gelb. Wow. Schaut mal, das ist Straßenmalkreide. Wow. H-I. Da steht Hi. Hallo. Oh, na los. Wow. Schaut, ich mach gleich Seifenblasen. Wow. Wow. Wow, wow, okay. Wow. Diese Seifenblasen sind so groß. Wow. Wow. Okay, ich hole sie ganz nah an euch dran. Wow. Oh, guckt mal, da ist eine süße Seifenblase. Kommt mit. Wow. Schaut mal all die Stöcke an. Das nennt sich Waschbärweg. Kommt mit. Oh. Das ist wunderschöne Kunst, die nur aus Stöcken gemacht wurde. Wow. Wir sind hier drin gefangen. Kommt hier entlang. Kommt hier durch. Wow. Was ist da drüben? Hier kann man Dreirad fahren. Okay, ein Dreirad bitte. Okay. Man muss seinen Helm tragen. Und dieser Helm ist schwarz. Wow. Whee. Wow. Schaut, dieses Dreirad heißt Dreirad, weil es drei Räder und Reifen hat. Wow. Wäre es ein Fahrrad? Hätte es zwei. Alles klar. Ich komme. Oh, hier kommt ein großer Hügel. Ich komme. Ich schaffe es nicht. Wow. Manchmal im Leben, wenn man etwas nicht schafft, muss man was Neues probieren. So zum Beispiel. Wir laufen hoch. Das ist okay. Es macht trotzdem Spaß. Wow. Wow. Es geht bergab. Ich komme. Wow! Wow, schaut mal, freihändig! Wow! 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 Whee! Wow! Wow! Kommt her! Jetzt ist es Zeit, ein Boot zu bauen. In diesem Bereich, hier, kann man ein Boot bauen. Man nimmt ein Stück Holz, wie das hier. Und nimmt einen Strohhalm, tut ihn hier hin. Und wir können ein Segel machen. So wie dieses grüne Segel. Das gehört hier hin. Und jetzt biegen. Und dann können wir eine pinke Spitze machen. Bereit? Na bitte, schaut euch das an. Was für ein schönes Boot. Aber wartet mal eine Sekunde. Wir brauchen eine Person auf dem Boot. Die hier oder die? Nehmen wir die hier. Okay. Wie sieht das aus? Wow. Es ist wunderschön. Das ist lustig. Okay. Und jetzt nehmen wir einen riesigen Tintenfisch. Okay. Jetzt gehen wir mal hier hin. Man legt das Boot und den riesen Tintenfisch hier hin. Wow.
schaut mal hier. Das ist der Wassertisch. Und er ist echt nass. Bevor wir das Boot und den Tintenfisch ins Wasser tun, müssen wir unsere Regenjacke anziehen. Na los! Okay, diese Regenjacke, die ist gelb. Oh! Ah! Sie sitzt schön eng. Oh, okay, wir sind bereit. Na los! Haha! Okay, hier kommt das Boot. Oh, wartet mal eine Sekunde. Lass uns darüber gehen. Wir haben ein paar Plastikstücke. Damit können wir einen Hindernislauf machen. Bereit? Okay. Okay, los geht's. Legen wir einen gleich hier hin. Und einen da. Und einen da. Oh, legen wir einen da drüben hin. Wow, das ist ganz schön weit. Die hier sind gelb. Genau wie die Jacke. Legen wir einen dahin und einen hierhin. Okay. Wow. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit, das Boot und den Riesentintenfisch ins Wasser zu tun. Bereit? Los geht's! 3, 2, 1, los, Boot, los! Wow! Oh, oh! Los, los! Wir haben den Tintenfisch abgeschüttelt. Oh nein, steck bitte nicht fest. Na los, er kommt. Der Tintenfisch kommt. Okay, los geht's. Ja, wir schaffen das. Wuhu! Ja, das Boot hat es bis zum Ende geschafft. Gut gemacht. Lecker. Ich liebe den Geruch von Pflanzen und auch die Konsistenz. Sie sind einfach so wunderschön. Wow, was ist das da drüben? Ist das ein Bereich, in dem wir graben können? Kommt mit! Wow, ein grüner Eimer! Ein Miniatur-grüner Müllwagen! Wow, und ein grüner Bagger! Mal schauen, was wir ausgraben können. Wow, schaut mal. Das ist ein Triceratops. Wow, ein richtig alter Dinosaurier. Na los. Wir haben vorhin einen kleinen grünen Müllwagen gesehen. Und das ist jetzt ein großer grüner Müllwagen. Wow, schaut mal. Das sieht aus wie der Bereich, wo man den Müllwagen belädt. Schaut mal zu. Okay, einladen. Los geht's. Wow, 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 wow. Bum, 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 bum. Oh, hallo. Bum, 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 bum. Das sieht aus wie der perfekte Ort, um all diese Steine abzuladen. Piep, 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 piep. Wow, so schwer. Wow. Wow. Das war eine große Ladung hinten im Müllwagen. Gut gemacht. Wow, schaut mal dieses Zimmer an. Es ist wie in einem Wald. Es gibt so viele Bäume hier drin. Schaut mal. Hübsche Pflanzen. Haha. Und schaut mal hier. Das ist wie Baumrinde. Wow, kommt her. Schaut mal, wie groß der Baum hier ist. Seht, seht. Seht ihr irgendwo ein Tier, das seine Flügel schlägt? Guh, 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 guh. Schaut, er ist da oben. Seht ihr? Wow, genau! Das ist der Vogel. Guh, guh, guh. Schaut mal da drüben. Weil wir im Wald sind, ist hier ein Zelt. Es ist, als würden wir zelten gehen.
Schaut mal. Aua, heiß, heiß. Und dann ist hier Holz. Ein Baumstamm. Okay. Und dann... Wow. Ein Vakuumröhrenraum. Kommt her. Wow. Ich liebe das Zimmer hier. Wow. Okay. Seht ihr? Man nimmt die bunten Bälle und Tücher. So wie den orangenen, den lilanen, den gelben und sogar den roten. Und dann tut man sie hier rein. Wow. Wow. Dann fliegt es da hinten hin. Schaut zu. Wow, er fliegt nach oben. Ich mach noch mehr. Bereit? Seid ihr bereit? Wow. Okay, jetzt packe ich die bunten Tücher hier rein. Bereit? Oh! Wow! Wir tun sie alle da rein. Los geht's! Kommt her! Kommt, wir holen noch mehr Bälle. Okay, los geht's. Jetzt haben wir ganz schön viele. Wir müssen es mal anders ausprobieren. Okay. Jetzt wisst ihr nicht, wo sie hinfliegen. Sie werden einen anderen Weg nehmen. Wow! Wow! Wow, das war eine richtig lustige blaue Tunnelrutsche. Kommt mal her. Wow, schaut euch diesen Bereich an. Wow, dieser Bereich sieht so aus, als könnte man mit diesen Röhren hier bauen. Wow, und da kommt Rauch raus hier. Wow, wow, wow. Hallo? Könnt ihr mich sehen? Hallo? Keine Sorge, ich bin hier. Hey! Wow. Okay. Wow. Wow. Und schaut mal hier. Wow. Hier ist Rauch unter all dem Wasser. Könnt ihr das sehen? Wow. Es macht so viel Spaß, das anzufassen. Es fühlt sich so gut an. Wow. Wow, meine Hände sind echt nass. Okay. Wow, guckt mal hier. Wow, es ist ein Strudel. Ein bisschen wie ein Wasservulkan. Das Wasser dreht sich ganz schnell im Kreis. Wow. Okay. Hier sind bunte Bälle, die ich jetzt hier hin tue. Bereit? Okay, jetzt wo die Röhre verschlossen und mit Bällen geladen ist, macht euch bereit. Feuer frei. 3, 2, 1. Wow. Okay, schaut euch die Bälle an. Wow. Wow. Habt ihr die gesehen? Wow. Okay, ich hole mal noch mehr bunte Bälle, so wie diesen pinken. Diesen gelben, diesen lilanen und da sollten noch mehr kommen. Oh, noch ein pinker? Oh, noch ein lilaner. Ein weißer? Okay, macht euch bereit, weil ich sie gleich nach oben schießen werde. Los geht's. Wow, wow. Schaut mal da oben. Wow, seht ihr sie jetzt im Strudel? Wow, ich schieße die Bälle nach da oben.
und dann gehen sie in den Wirbel runter. Okay. Nur noch ein paar. Los geht's, Bälle! Wow! Wow! Das ist so cool! Wow! Dieser Wasserstrudel macht so viel Spaß! Wow! Wow! Wir fahren zur Baustelle! Los geht's! Piep, 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 piep! Okay, jetzt sind wir bei der Baustelle. Wow, wir müssen unser Werkzeug holen. Zum Beispiel die Schaufel. Tschup, tschup. Und, wow. Genau. Schaut mal den schweren Backstein an. Wow. Und diesen riesigen Felsen. Okay, kommt. Wir bringen alles dorthin. Okay. Das wird die Baustelle sein. Lasst uns mal das Werkzeug hier anschauen. Wie den Presslufthammer. Brrr. Wow. Und wow. Einen Schutzhelm und eine Sicherheitsweste. Wow. Die ist sehr klein. Vielleicht trage ich diesmal keine Sicherheitsweste. Aber... ich werde eine blaue Schutzbrille tragen. Ah. Schaut mal. Eine Nagelpistole, ein Bohrer, ein Hammer. Wow, eine Brechzange. Oh, und eine Stichsäge und ein Messband. Wow. Okay, los geht's. Oh, gut, dass ich meinen Helm aufhab. Okay, holen wir ein paar Warnhütchen. Das zeigt den Leuten gleich, dass wir hier ein Haus bauen werden. Okay. Oh. Okay, los geht's. Ein paar, Straßenschilder. Oh, los geht's. Das muss da drüben hin. Okay, jetzt sind all unsere Bauteile hier. Nehmen wir mal zwei von denen... 1, 2. Legen wir sie auf den Boden und holen uns 2 richtig lange und packen die so hin. Na bitte. Oh, nee. Eher so. Okay. Oh, los geht's. Das ist das Fundament für unser Haus, das wir bauen. Okay, bereit? Ihr bleibt dort und jetzt werde ich anfangen zu bauen. Oh, machen wir es so. Okay, noch ein paar mehr. Wow, okay, jetzt den Dachstuhl. Sekunde, wir brauchen noch eins, um es schön stabil zu machen. Na bitte, jetzt. Oh, können wir den Dachstuhl hier aufsetzen, hier drüben. Genau, zum Schluss packen wir es hier hin. Genau hier. Wir haben gerade ein wunderschönes Haus gebaut. Probieren wir es aus. Wow. 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 Na. Es war wohl nicht so stabil. Wow. Wow. Schaut mal, wo wir sind. Wir sind in einer Auster. Und schaut mal. Eine riesige Perle. So weiß und glänzend und schön. Und die? Genau, die repräsentieren Sandkörner. Wow. Weil wenn ein Sandkorn in eine Auster kommt und dann wird sie irritiert und dann macht sie daraus eine Perle. Wow. Wow. So, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch Zeit zu verbringen im Kindermuseum in Olympia, Washington. Es hat so viel Spaß gemacht, selbst mitzumachen. Na, bis ganz bald. Tschüss. Oh, hey, ich bin's, Blippi. Guckt mal, das ist mein Metalldetektor. Er wird verwendet, um Metall unter der Erde zu finden, das wir mit unseren Augen nicht sehen können. Genau. Ich habe aber noch nichts gefunden.
Hört ihr das? Wir müssen was gefunden haben. Wow! Guckt mal! Ein Schlüssel! Wow! Das ist ein richtig großer Schlüssel. Ich frag mich, wem der gehört. Hey, der sieht eigentlich so aus, als könnte der vom Kids Juwelenraub in South Pasadena, California kommen. Warum besuchen wir sie nicht? Oh, das wird so Spaß machen. Da sind wir. Ich liebe es hier. Kommt, wir gehen rein und schauen uns das mal an. Wow. Es ist so toll hier. Schaut mal hier. Das ist ein Diamantenvergrößerer. Schaut mal den riesen Diamanten an. Es schießt Lichtstrahlen nach unten und dann sieht man Dinge aus nächster Nähe, wie diesen Stein. Schaut mal. Wow. Oder wie diese Goldmünzen. Oder diese Ketten. Oder diese Armbänder. Es ist so toll hier. Wow. Schaut mal. Das ist das große Buch der Piratenschiffe. Wow. Wart ihr jemals auf einem Piratenschiff? Ich liebe Piratenschiffe. Oh, schaut mal, da ist jemand. Ahoi, willkommen beim Kids Juwelenraub. Hey, wer bist du? Ich bin Kelly the Kid. Oh, Kelly the Kid? Das ist ein toller Name. Und ich glaube, es ist Zeit, dass du auf eine Schatzsuche gehst. Eine Schatzsuche? Ich liebe Schatzsuchen. Liebt ihr Schatzsuchen? Ja. Hier ist dein erster geheimer Hinweis. Oh, ein geheimer Hinweis. Da steht Schatzsuchhinweise für Blippi und Team. Team, das seid ihr. Okay, lesen wir es. Hört gut zu und ich gebe euch einen Tipp. Schaut nach meinem ersten Hinweis unter dem goldenen Schiff. Wow! Wartet mal, ich weiß, wo das sein könnte. Warte, bevor du gehst, musst du erst passend aussehen. Passend aussehen? Oh, neue Klamotten! Ja! Und viel Glück. Okay, danke. Das wird so viel Spaß machen. Erst müssen wir passend aussehen. Jop, wir müssen einen Piratenhut aufsetzen, weil Piraten Schätze lieben. Und dann müssen wir diesen Piratenmantel tragen. Haha, nicht vollständig ohne Piratenschwert. Alles klar, los geht's. Jetzt können wir erkunden gehen. Wow. Hallo. Oh, wow. Dieser Ort ist so unglaublich, so magisch. Okay, kommt mal hier hoch. Wow, schaut mal. Oh, wow, es ist so bunt hier. Und da stand was von der Farbe Gold. Genau, ein goldenes Schiff. Seht ihr irgendwas? Genau, da drüben. Gut gemacht. Kommt mit. Sieht so aus, als hätten wir noch einen Hinweis neben dem goldenen Piratenschiff gefunden. Gut gemacht. Ziemlich interessant. Mal schauen, was da steht. Okay. Da steht, mein rosa gefiederter Freund ist wieder dabei. Er erzählt alle meine Geheimnisse, aber findest du ihn wieder? Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Pinkes Gefieder. Genau! Das heißt vermutlich ein Vogel, der pink ist. Okay, na los! Okay, wir müssen einen pinken Vogel finden. Seht ihr einen? Komm her, Vogel! Komm her, Vogel! Nein. Ich sehe keine pinken Vögel. Mal schauen, vielleicht da hinten. Oh, ich liebe es, nach Hinweisen zu suchen. Mal schauen. Wow, da ist er. Seht ihr den pinken Vogel?
Hey Vögelchen. Hallo, ich bin's, Blippi. Wie geht's dir heute? Spielt ihr mit mir Vogel? Ka, 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 ka. Okay, der Hinweis muss hier sein. Da ist er, da oben. Wow, eine goldene Kette. Wow, und noch ein Hinweis. Gut gemacht. Okay, lasst uns lesen, was da steht. Du brauchst mich, um unter Wasser zu gehen. Ich helfe Tauchern beim Schwimmen und schütze sie beim Atmen. Okay, wir müssen nach etwas suchen, das dabei hilft, unter Wasser zu atmen. Alles klar. Was könnte es sein? Ich weiß nicht. Nehmen wir unsere Beute und gehen weiter erkunden. Wow, guckt mal. Wow, dieser Tisch ist so toll. Und es ist ein Spiegel. Schaut mal. Hey, ich sehe euch. Seht ihr mich? Ach, das ist ja komisch. Okay, und dieser Tisch ist aus Zeitungspapier. Oh, und hier sind diese Holzstücke. Das wird einem nicht beim Unterwasseratmen helfen, aber das ist sehr cool. Frag mich, wofür man die wohl verwendet. Oh, hübsche Lichter. Haha, eine Glocke. Hört mal zu. Hört ihr das? Okay, wir suchen nach Hinweisen, nicht Glocken. Oh, schaut mal. Hallo. Hey. Ein Frosch. Könnt ihr den Frosch sehen? Der ist ganz schön lustig. Spielt ihr mit mir Frosch? Quak. 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 Ich bin ein lustiger Frosch. Sie können nämlich ganz schön lange unter Wasser sein. Aber ich glaube nicht, dass sie Menschen bei Unterwasseratmen helfen. Oh, schaut mal. Eine Standuhr. Sie ist so groß. Oh, hey, noch ein Vogel. Na, hallo Krähe. Oder ist das ein Rabe? Ich weiß es nicht. Aber das ist ein sehr süßer Vogel. So viele Vögel hier. Und ich glaube nicht, dass die Uhr uns helfen wird. Uhren helfen einem, die Uhrzeit zu wissen, nicht unter Wasser zu atmen. So bunt. Oh, und Perlen. Schaut mal. Wow, ziemlich große Perlen. Welt, 4 große Perlen. Warum eigentlich nicht, oder? Genau, während wir nach Hinweisen suchen, können wir ein paar Perlen holen. Schaut mal, eine blaue Perle. Mal sehen. Noch eine blaue Perle? Jetzt haben wir 2 blaue Perlen. Okay, mal sehen. Wow, es gibt so viele Perlen hier und sie sind so bunt, so wie die hier. Diese rote Perle. So, hier, dann haben wir 2. Und jetzt haben wir noch eine. Das sind dann 3 Perlen. Und wir brauchen eine 4. Wie wär's mit der hier? Eine 4. Perle. Das ist eine rote Perle. Ziemlich cool. Jetzt haben wir 4 große Perlen. Genau, 4 große Perlen. Ha, okay, schauen wir weiter. Wow, wow, mehr Perlen. Was steht da auf dem Schild? Wähle 10 kleine Perlen. Ha, okay, das sollte ziemlich leicht sein. Wir wählen 10 kleine Perlen aus. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun. Und die letzte? 10. 10 kleine Perlen. Wow, die sind so bunt. Wow, ich liebe diese Perlen. Das hat Spaß gemacht.
Seht ihr, was ich sehe? Schaut mal! Das ist ein Tauchhelm! Genau! Die Taucher tragen Tauchhelme, während sie unter Wasser sind, zum Atmen! Genau! Das ist unser Hinweis! Noch ein Hinweis! Oh, ich bin so aufgeregt! Okay, wir lesen ihn zusammen. 8 verrückte Arme hat der Tintenfisch. Und wenn du den goldenen findest, gehört mein Schatz endlich dir. Okay, ich weiß, was das heißt. Wir müssen den goldenen Tintenfisch finden. Ja, das sollte leicht sein. Wir müssen einfach weiter erkunden, um den Tintenfisch zu finden. Ich liebe es hier. Es ist so cool. Oh, guckt mal. Mehr Perlen und mehr Schätze. Wow. Schaut mal. Oh, cool. Hier ist ein Krebs drin. Wow. Das ist so ein kleiner Krebs. Und schaut mal die an. Hier ist ein Käfer drin. Wow. Das ist ein richtig schöner Käfer. Cool. Lasst uns weiter erkunden, um zu versuchen, den goldenen Tintenfisch zu finden. Ha, was seht ihr? Seht ihr ihn irgendwo? Wow. Ha, da ist er. Es ist ein goldener Tintenfischfangarm. Wow, schaut ihn euch an. Oh, es ist so toll. Aber wo ist der nächste Hinweis? Wow, schaut mal. Eine Schatztruhe. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den verborgenen Schatz gefunden. Sie ist verschlossen. Wie können wir sie öffnen? Wartet mal. Erinnert ihr euch, wie wir im Park den Metalldetektor verwendet haben, um den Schlüssel zu finden? Genau, den haben wir hier. Oh ja! Warum verwenden wir ihn nicht, um die Schatztruhe zu öffnen? Los geht's! Genau, seht mal! Der letzte Schatz! Woohoo! Wow, ja, wir haben es geschafft! Herzlichen Glückwunsch, Blippi! Jetzt kommt der beste Teil. Wir machen aus der Beute eine magische Kette. Oh, eine magische Kette! Folgt mir! Das klingt nach so viel Spaß! Los geht's! Haha! Setz dich, Blippi. Oh ja. Erinnert ihr euch? Wow, ich bin so aufgeregt. Zuerst nehmt euren Schatz und legt ihn in die Mitte des Bretts. Okay, genau. Erinnert ihr euch an die Sachen von vorhin? Okay, lasst uns den magischen Schatz auf das Brett legen. Oh, ein Haifischzahn und er ist golden. Okay, so? Perfekt. Als nächstes müssen wir unsere bunten Perlen auf beide Seiten des Bretts legen. Alles klar. Nehmen wir die beiden roten Perlen und dann die zwei großen blauen Perlen. Die zwei kleinen blauen Perlen. Die zwei kleinen grünen Perlen. Die zwei türkis-grünlich-blauen Perlen. Die zwei gelben Perlen. Und dann zu guter Letzt die zwei pinken Perlen. Na bitte, das ist wunderschön. Jetzt müssen wir noch die Kette aus reinem Gold hinzufügen. Erinnert ihr euch an die Kette von vorhin?
Die ist aus reinem Gold. Wow, oh, guckt sie euch an. Sie ist so schwer. Okay, fügen wir sie hinzu. Okay, dann machen wir es mal so. Na bitte. Perfekt. Alles klar. Wie ist das so? Das ist erstaunlich. Bist du bereit? Ja, das bin ich. Machen wir die Kette fertig. Los geht's. Wow. Schaut mal. Wow. Wow. Es ist eine Kette mit magischen Kräften. Super. Libby, ich will, dass du sie anprobierst. Anprobieren? Sie hat magische Kräfte. Ich frag mich, was sie wohl machen wird. Alles klar. Los geht's. Oh, ich muss erst den Hut abnehmen. Okay, los geht's. Wow. Wo bin ich hin? Blippi? Wow, Blippi, hat sie mich unsichtbar gemacht? Ich glaube schon. Oh, das ist super. Sie ist definitiv magisch. Wo bin ich? Nimm sie ab, damit wir dich finden können. Okay, los geht's. Wow. Hey, oh, hier bin ich. Du ja. Das ist so komisch. Das war super, diese magische Kette zu machen beim Kids Juwelenraub in South Pasadena, California. Es war uns ein Vergnügen. Wir hoffen, ihr hattet eine magische Zeit. Ja, und ihr habt es auch gut gemacht. Wir haben das sehr gut gemacht. Alles klar. Na, bis später. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los, kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. Wissen ist der Hit.